Leute, wir sind in New York und ihr wolltet unbedingt eine Roomtour von meinem Hotel sehen. Also von meinem Hotelzimmer. Deswegen würde ich sagen, fangen wir schon mal an. Also, hier sind wir jetzt im Wohnzimmer. Tisch, Lampe. Dann haben wir hier noch einen kleinen so Schreibtisch. Finde ich eigentlich super süß. Hier drüben ist unser Sofa. Das ist eigentlich so ein Schlafsofa, also kann man das noch ausklappen. Hier, Sessel, kein Schlafsessel. Und wenn wir hier jetzt weitergehen, übrigens schlafe ich immer auf dem Schlafsofa. Kleine Chill-Ecke, Fernseher. Mit geilem View. Hier, stecken geblieben, ist das Bett. Da schlafen immer meine Eltern. Mal hier schön dekoriert. Und hier ist jetzt so im Prinzip die Wardrobe-Ecke, wo ich mich immer umziehe. Und da ist das Bad. Nur da ist gerade jemand drin, deswegen müssen wir kurz warten. Wir haben uns nochmal kurz gedreht. Hier gibt es nämlich noch einen kleinen Schrank. Und jetzt können wir auch ins Bad gehen. So, kommt rein. Hier, so. Also, wir haben hier eine Badewanne, die habe ich noch nicht ausprobiert. Dann hier nochmal eine Dusche. Das Klo. Waschbecken. Ich liebe es so doll, dass man so einmal hier rundherum gehen kann. Ich meine, da ist schon ein Schlafzimmer und dann hier geht es raus in den Flur. Irgendwie liebe ich das so wie. Irgendwie finde ich es total cool. So sieht es aus, wenn abends mein Bett gemacht wird. Bye!